Herzlich willkommen zurück zu der Story von Backrooms, der richtigen. Und wir sind dabei Kane Pixels. Es geht heute darum, was die Pitfalls eigentlich sind und wie die erste Kontaktaufnahme mit den Backrooms war. Falls ihr die Story feiert, lasst ein Like da, Freunde. Ich habe schon ein Video dazu gemacht und fand es super interessant. Und jetzt sehen wir, ganz kurz für die, die jetzt erst einschalten, schaut euch vorher das andere Video an. Ansonsten erkläre ich euch einmal kurz, was Phase war. Die Backrooms, wie die entstanden sind. Das erste Mal, wo dieses Portal entstanden ist, das haben wir beim letzten Mal angeschaut. Und jetzt geht es darum, dass sie das erste Mal in diese Backrooms reingegangen sind und natürlich Tests machen. Das sind Wissenschaftler. Na, und ich habe hier meinen Backrooms-Anzug natürlich an, Leute. Und das Mikrofon in Gelb, passend zum Thema. Schauen wir mal, was passiert. Die haben hier Kameras aufgestellt, sehr viele anscheinend, um die Backrooms zu beobachten. Passiert hier was? 7 modifizierte Kameras wurden optimal positioniert, so dass jede Kamera irgendwas sehen kann. Also wirklich dieser gesamte Quadrant von den Backrooms so ein bisschen abgedeckt wird. Also relativ viel, kann man sagen. Hier sieht man es. Also das ist dann sozusagen diese Backrooms-Map. So wurde die Kamera geplaced, dass man zumindest hier den optimalen Sichtbereich hat. Das heißt, egal was jetzt da drin passiert, alles wäre auf dieser Kamera. Und wir gucken mal, was die Kameras so eingefangen haben. Digga, diese Videos sind so heftig. Ich liebe die jetzt schon. Sehr, sehr gespannt. Das hier ist so ein Kamerawinkel, ne, von denen, die wir gesehen haben. Die gucken dann so nach da hinten und checken halt wirklich jeden Backroom ab. Das folgende ist eine Compilation, also eine Zusammenstellung von dem ganzen Kamera-Footage. Und hier sieht man, 19.39 Uhr wurde eine Bewegung detected. Keiner war in den Backrooms, aber da ist eine Motion. Ah, okay. Man sieht, die Wissenschaftler-Bros, na? Meine Kollegen, sage ich jetzt mal, waren unterwegs. 20.26 Uhr wurde wieder eine Motion detected und zwar Division D. Sie laufen wieder zurück. Spätestens jetzt, würde ich sagen, war keiner mehr da. 21.02 Uhr wurde wieder eine Bewegung detected und jemand ist durch Kamera 6 gelaufen. Sehr gut. Alles im Rahmen. 21.14 Uhr, Geräusch detected. Okay. Gibt es anscheinend ein Geräusch. Möglicherweise war jetzt die Tür zu. 1.06 Uhr. Wieder ein Geräusch detected. Sehr sass. Keiner war hier drinne. 2.13 Uhr. Wieder ein Geräusch detected. Mikrofonfehler, sagen die. 3:53 Uhr ist einfach ausgegangen zwischendurch. 3.53 Uhr wurde eine Bewegung detected. Also circa 6 Stunden später. 7 vielleicht sogar. Seht ihr das da hinten? Bro! Bring uns näher ran. Sie haben das gecircelt, okay. Und da hinten, es sieht nach einer komplett random Entity aus. Die kenne ich gar nicht. Sie haben das Bild mal geupscaled. Alter, das Ding Tentakel? Was ist das? Crazy, Leute. Und wir werden uns natürlich auf die Suche begeben, was das war. Wir schauen uns mal das nächste Video an. Dieses Video heißt Prototyp. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Aber das finden wir sicherlich gleich raus. Das hier ist eine kleine Kugel von verschiedenen Lasern möglicherweise umringt. Wurde hier in einem nationalen Labor gemacht. Könnte das der Laser sein, der die Backrooms entstehen lassen hat? Also quasi sind das hier diese Lasermaschinen und in der Mitte ist diese komische Kugel. Man weiß aber nicht, was das für eine Kugel ist. Und die experimentieren hier, weil es ist ein Prototyp. Das heißt, es ist irgendwas, was es das erste Mal so gibt. Ein Prototyp. Und ja, hier bewegt sich gerade was. Irgendetwas passiert jetzt.
Was ist das da unten für ein Gerät, was sich da dreht? Vielleicht so ein bisschen die Messung, wie viel Energie jetzt hier durchläuft? Es sind überall Kabel angeklemmt. Ja, mein Gott. Das Ding wird gelb. Die haben mit den Lasern dieses Objekt da drin irgendwie bestrahlt oder so. Und ist ein bisschen Qualm entstanden. Ein bisschen Gestank und so weiter. Aber nichts Auffälliges. Erstmal. Was war das für ein Experiment? Wir gucken weiter. Dieses Video heißt Pitfalls. Mai der 6. 1990 von Marvin E. Leif dokumentiert. Wissen noch nicht, was es mit dem Prototyp auf sich hat. Die Story geht noch ewig, Freunde. Aber jetzt sehen wir jemanden, der auf dem Weg zur Arbeit ist. Das hier ist der entspannte Backrooms-Anzug, ne? Diese Biohazard-Anzüge, eine schöne Maske ist am Start. Der zieht sie jetzt, glaube ich, gerade für die Arbeit um oder hat sich schon umgezogen? Diese beiden Möglichkeiten. Zieht sich gerade um. Tatsächlich. Er ist halt wie so ein Wissenschaftler gekleidet, ne? Noch ein Wissenschaftler. Crazy, die haben einfach... Digga, sie sehen ganz normal aus, wie ganz normale Leute. Die checken einmal Mikrofon, einmal Funk. Mark 1, 2, 3, also Mark 1, 2, 3. Gehen jetzt in dieses Labor da rein. Da ist das Portal zu den Backrooms. Sieht jetzt ziemlich sauber aus. Man weiß aber auch echt nicht, was... Guck mal, ne? Das sieht ja so aus wie so ein Tor. Was ist denn da? Ich hätte eine kleine Vermutung, was das da drin ist. Vielleicht haben die eine Paralleldimension geschaffen, aber mit Computern, sozusagen eine computergenerierte Welt. Könnte sein. Und die haben sie jetzt hierhin übertragen, sodass man da auch reingehen kann. Aber wie gesagt, es sind alles nur Vermutungen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier zu bedeuten hat. Vor allem bin ich sehr gespannt, was es heute mit den Pitfalls auf sich hat. Hier sind überall Computer, Messgeräte und die haben so ein richtiges Labor gebaut. Hier sieht man jetzt den Klebestreifen unten. Den laufen die wieder zurück zum Anfang. Okay, die sind zu viert unterwegs. Und die müssen, glaube ich, jetzt ein paar Gerätschaften aufbauen für Experimente. Was ist das denn? War das dieses Klebeband oder was? Was die da auf dem Boden gemacht haben, weil das Gerät lag irgendwie verdächtig da drüber. Gehen jetzt anscheinend weiter in die Backrooms. Ich würde halt an deren Stelle echt nicht zu weit gehen, ne? Aber man weiß immer nicht, wo das endet. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich wilder Trip jetzt hier wird. Hört ihr sein Atmen an? Unter der Gasmaske. Es ist echt nicht einfach. Ich war mal bei der Polizei, einige von euch wissen das ja, und da hatten wir auch so Lauftraining mit Gasmasken und ich schwöre euch, Leute, das war so anstrengend. Das hat keinen Spaß gemacht, ne? Weil man unter einer Gasmaske sehr, sehr schwer atmen kann, weil der Filter, wenn er da drauf ist, wirklich ganz, ganz mies die Luft abschnürt. Aber er soll die Luft natürlich filtern, ne? Und dann ist das natürlich auch klar, dass es nicht ganz so einfach ist. Wir haben den Koffer dabei, dieses komische Band da für den Boden haben sie auch mit. Und da sind die Pitfalls. Oh, wow. This is new. Es gibt beim Backrooms Game auch diese Pitfalls und es gibt sogar ein Ende. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man über diese Pitfalls rüberkommt, aber eigentlich müsste man das echt nochmal testen. Oh, da würde ich lieber nicht runterfallen, Bruder.
Es ist wirklich sehr dunkel da unten. Da hinten ist eine Tür. Wenn ihr wollt, dass ich in-game, also in den Backrooms-Game, auch nochmal die Pitfalls rübergehe, vielleicht ein paar Secrets aufdecke, Hashtag Pitfalls oder Hashtag Secrets, ihr könnt auch beides schreiben, in die Kommentare rein. Dann mache ich das auf jeden Fall nochmal klar. Und der erste geht schon. Ey, hoffentlich fällt da keiner runter, ne? Guck ihn dir an. Oh, Bro, ich habe ein ganz unnötiges Gefühl. Hast gerade gesehen, irgendwie war der so ein bisschen zittrig. Er hat die Tür aufgemacht. Everything okay? Evan, get the camera over here. Across? Okay. Er sagt, oh mein Gott, bring bloß die Kamera her. Es ist irgendwas hinter dieser Tür. Junge, lauf einfach darüber. Es kann nicht so schwer sein. Ich würde jetzt halt direkt links laufen. Das sagt schon einer, ey, ernsthaft, beweg dein Hintern jetzt hier, ne? Ich brauch dich hier. Mein Gott, was war das gerade? Sind hier Secret Botschaften? Er ist runtergefallen, Mann, so ein Dulli. Okay. Er ist durch dieses Loch irgendwie durchgefallen. It's different. Like a room up there, but er beschreibt es gerade und sagt, hier sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Ich habe jetzt das Gefühl, dass er bei Entities gelandet ist. Wir werden sehen. Kommt er natürlich auch nicht hoch. Er ist jetzt auf dem Weg dort raus. Hört ihr das? Er hat gesagt, irgendjemand ist hier, irgendjemand schreit. Okay? Ja. Yeah. Irgendwas ist da unten, Leute, und er ist alleine. Und das ist nicht gut. Ist das eine rote Räumlichkeit da? Ist eine abgetrennte Mauer, wo man durch kann? Was ist das? Er hat dort unten was gehört. Und er ist sehr, sehr nah dran. Gucken wir mal rein. Oh, ich liebe die Backrooms, Leute. So ein spannendes Thema. Ui. Ein Tunnel? Ist das irgendwie draußen? Bro, wie kann man von den Backrooms einfach nach draußen kommen? Das Level zum Beispiel kenne ich gar nicht. Jemand hat gesagt, kann mich jemand hören? Komische Töne sind hier und vor allem oben einfach das... Er ist echt draußen, ne? Ist das? Nein, Leute, ist es das Level, was ich denke? Die Nachbarschaft draußen? Can you hear me? Oder was ist da? Wie weit ist er jetzt vorangekommen? Er ist fast am anderen Ende des Tunnels. Ist es das Hub möglicherweise? Es könnte das Hub sein, Leute. Also zumindest passt es von der Tunnelgröße her. Da steht irgendwas links. Vor dem Tunnel. Da ist auch noch ein Gully in der Erde. Könnte man natürlich auch mal aufmachen und gucken, was da drin ist. Komisches Geräusch. Als würden sich Leute streiten. Oh nein, Mann, er geht ins Haus. Bruder, geh da nicht ins Haus rein. Mach's nicht. Can you hear me? Die Kamera setzt zwischendurch immer mal aus.
Das sieht mir nicht nach einem Haus aus. Junge, was ist das denn? Only steht da. Nur nach vorne, nur nach links abbiegen zum Beispiel. Also only geradeaus, only links. Dafür stehen diese Schilder. Okay. Jemand schreit, er hört sie immer lauter. Er geht jetzt durch diesen ganzen... Oh, Junge, geh nicht durch den Room, Mann. Geh nicht durch den Gang, Digi. Das wird nicht gut enden. Das wird wirklich nicht gut enden, Leute. Ich weiß es jetzt schon. Oh, Bro. Okay. Habt ihr es gerade gesehen? Er sagt, ich glaube, ich verliere dich. Bleib mal irgendwie dran, ne? Der Funk bricht gerade ab. Der Typ ist auch schon ziemlich weit gelaufen. Bro, was ist das hier? Sind das nicht die Corrupted, die kaputten? Also das sind doch die Backrooms, wo es... Alter, ich hab das mal gesehen. Ich habe davon mal gehört, es gibt Backrooms, die sind in einem sehr schlechten Zustand, weil dort unten die Entity-Stufe extrem hoch ist. Hey! Can you hear me? Seht ihr das da hinten? Da hinten ist was. Es ist die Entity, stimmt's? Oh mein Gott! Er wird jetzt von der Entity verfolgt! Bro, lauf! Er ist hingefallen, Mann, so ein Vollidiot. Der Typ wird jetzt miese Probleme kriegen. Und die Entity hat geredet wie ein Mensch. Was bedeutet das? War das vorher mal ein Mensch? Ist der jetzt eine Entity geworden? Er läuft den Weg wieder zurück. Man kann jemanden aus den Pitfalls wieder rausholen, wenn man dieses Seil, was sie dabei hatten, dieses rote, wenn sie es einfach runterwerfen und ihn hochziehen. Oh Gott, Junge. Digga, der ist so am Durchziehen, der Junge. Der ist so am Durchziehen. Aber das kommt doch safe nicht unter die Wand durch, oder? Oh, sieht man das? Guckt der nochmal nach hinten. Es verfolgt ihn halt, ne? Straight durch alle Räume durch. Oh, oh. Bro! Digga, die brauchen den Moment. Junge, leg das Ding da runter! Er hustet. Ich hätte so Angst. Jetzt geht's los. Ich glaube, es ist zu spät, oder? Nein, der Koffer hier. Er klettert jetzt quasi mit der Kamera hoch. Schafft es zumindest wieder dahin. Digga, ist er entkommen? Alter, was war das für eine Expedition? Richtig geil, ey. Aber alles, was nach den Pitfalls kommt, ist auch gefährlich, Leute. Das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Part zu den Backrooms. Und wenn ihr mehr von der Story erfahren wollt, es gibt nämlich noch ein bisschen was. Lasst ein Like da, Hashtag Story in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Dickes Küsschen. Dano, out.